Oh nein. Nö, ich geh den weiten Weg. Oh. Weil der Raum auch nicht viel besser ist hier. So. Und ich mache Imps. Na? Mit der dieser versehentliche T-Bag jedes Mal, wenn ich dashen will. Weil wenn man das zu schnell macht beim direkt nach dem Landen quasi, dann kommt da halt nichts raus. Hat die Fledermaus da eigentlich das Schwert von Alucard am Rand? Wenn du mich jetzt hier runterboxst, ich schwöre dir, du wirst deines Lebens nicht mehr froh. Dankeschön. Oh ja, unsichtbare Gegner. Weg. Ja, du bist ein ganz lustiger Imp. Okay. Ja, ich hab's schon wieder gemacht. Bin seinen Kopf reingegangen, hab ihn angreifen lassen. Ja, und dann? Ja, nix. Das war's. Das war die ganze Story. Ich glaube, sie hat's auf dem Rücken. Das nächste Schloss ist einfach um 69,73 Grad gedreht. Ja, das wäre, klingt nach einem geilen Konzept. Hallo Kart, steig ich ein bisschen an mit dem Hüpfen. Ich wette, ich bin hier trotzdem noch schneller langgekommen als den Impfweg. Süchen. Einfach umgeknüppelt, den Dude. Oblang. No. Geh weg. Gut. Ah, natürlich. Ja, hier bin ich aber jetzt wirklich an allen Optionalen vorbeigerannt. An denen bin ich übrigens auch vorbeigerannt. Wobei, nee, hier war ich ja gar nicht. Nein, man meint, hier bin ich gar nicht erst gewesen. Bei meiner Panikaktion. Gibt es eigentlich einen Symphion of the Night Map Randomizer? Würde mich nicht wundern, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht, aber es würde mich nicht wundern. Also diese Gegner waren auch mal so stark, haben so viel ausgehalten. Waren. So. Perfekt. Nächstes Schloss ist einfach unendlich langer Gang, bei dem man Pause und Falco lang speeden kann. Da dürfen aber nicht so viele Gegner da sein, weil das verbraucht ja leider Magie. Oh ja, an die Räumlichkeiten erinnere ich mich auch noch bei meiner Angstphase. Das war kurz, nachdem ich das erste Mal von so einem 100.000 Millionen Schaden, ja, das ist nicht der Raum, getroffen wurde. So wird Cthulhu ermordet. Was? Cthulhu? Ne, den haben wir, der war vorhin da. Wenn ich das mal überlegen, wo ich lang gehe, bevor ich da oben nämlich weitergehe, würde ich erstmal rechts unten dann noch die Sachen aufdecken. Aber das ist gerade echt weit weg und da ist kein Teleporter in der Nähe. Der da links ist noch am nächsten. Ja, dann glaube ich, mache ich das, wenn ich das nächste Mal wieder einen Teleporter finde. Guck mal, noch einen Speicherraum, in den ich nicht reingegangen bin. Wenn du einen alternativen Skin für einen bereits confirmed Smash Ultimate Kämpfer dir wünschen dürftest, welcher wäre es? Ich hätte zum Beispiel gerne das Klon Glurak aus dem Film als Skin für Glurak. Gerade läuft Kiyak gefragt. Was, nicht die Poop-Version? Ja, geil, viel Spaß. Welchen Skin? Dry Bowser?
finde ich nice. Also Knochenbowser hier. Wäre auf jeden Fall einer der Skins. Oh, nice. Guck mal. Gerade noch nachgecallt. Ja, pass auf. Dann nehmen wir den und gehen erstmal wieder ein bisschen zurück. So's. Ein Minecraft-Skin für die Mies. Bitte. Können wir nichts mehr wünschen. Knochenbowser ist cool, das stimmt. Was ich mir wünschen würde, das wird aber leider Gottes nicht passieren, wenn Samus einfach mal ihre ganzen Suits wirklich als Skin hätte. Das wäre geil. Also nicht quasi ein Varia-Suit, der die Farben vom Light-Suit hat, sondern actually den Light-Suit. Wie Alucard einfach... Das nervt mich ein bisschen an dem Reverse-Schloss hier, muss ich mal sagen. Dass ganz viele Sprünge einfach zu knapp sind für den Doppelsprung. Und man da sich verwandeln muss immer die ganze Zeit. Da hätte man ruhig ein bisschen was tweaken können, meiner Meinung nach. Flop. Noch höher. Für Bowser gibt es viele coole Ideen, das stimmt, aber Bowser ist ja auch einfach ein saugeiler Charakter. Ja, ich will Minecraft Steve nicht haben, ehrlich gesagt. Aber du hast jetzt den Super Jump. Ja, aber den musst du ja auch die ganze Zeit inputen, also keine Ahnung. Ist schon nicht ganz so angenehm, spielerisch. Also, was ich gerade sagen wollte, ich habe ehrlich gesagt keinen Bock auf Minecraft Steve, aber... Ich nehme 100 mal lieber Minecraft Steve als irgend so einen scheiß Fortnite-Soldaten oder irgendwie sowas. Oder auch den echten Fusion Suit, ja. Und das Problem bei dem wäre halt wahrscheinlich, dass. Jetzt sag nicht, die Map ist nicht Falco-gerecht. Die Map ist nicht Falco-gerecht. Oh mein Gott. Der längste Raum im Spiel und man kann hier nicht einfach durch Falcon. Dein Ernst? Na gut. Schon als Reflex dahin schlage, obwohl da gar nichts war. Und ja, was du sagst, Ryukuda, sag auch. Ich nehme auch 100 mal lieber Steve als Son Goku. Also ich stimme mit Details überein. Da würde ich doch lieber Sans nehmen. Auf jeden Fall lieber als Goku. Fortnite macht großenteils Spaß. Ey, Talion, hab nichts anderes behauptet gerade. Ich habe nur gesagt, dass ich so einen Soldaten einfach nicht haben will. Weil das so nichtssagend ist irgendwie. Und dafür halte ich leider auch Minecraft Steve. Minecraft Steve wäre... Ich wusste übrigens lange Zeit nicht, dass der Typ actually einen Namen hat. Muss man das mal nebenbei erwähnt. Also eine Minecraft Stage wäre cool, weil da könntest du richtig geile Konzepte rausmachen. Als Assist Trophy wäre es auch cool. Aber als Charakter fände ich es halt lame. Weil er für mich absolut nichtssagend ist so. Das sind halt so Avatar-Charaktere. Das kann man halt auch über Darain zum Beispiel sagen, aber der hat immerhin actually wenigstens wirklich einen Charakter. Sag ich mal. Deswegen keine Ahnung. Ich bin da einfach nicht so der Fan von. Weil Smash ist ja für mich ein Charakter, ein Spiel, wo Charakterlegenden aufeinandertreffen, sag ich mal. Und für mich ist halt Steve absolut nichts sagen. Der ist einfach da. Ist halt ein Typ mit der Spitzhacke. Das ist mein einziges Problem, was ich mit ihm habe. Nicht mit Minecraft-Präsentation an sich. Versteht ihr? Warum ist Cloud dann drin? Come on, also pass auf.
Was ich nicht mag, ist, wenn man seinen persönlichen Bias damit reinbringt. Man kann von Final Fantasy 7 halten, was man will. Ich bin auch kein Fan davon, genauso wenig wie ich Fan von Cloud bin, aber man kann halt nicht leugnen, dass Cloud einfach ein fucking ikonischer Videospielcharakter ist. Deswegen ist das überhaupt kein Vergleich mit Minecraft Steve. Ja, das sind ja zwei Paar Schuhe. So, jetzt komme ich da raus, sehr gut. Oh Gott. Naja, da werde ich durch Falcon. Genau aus dem Grund mag ich die Mies auch nicht. Ja, same. Mies mag ich ebenfalls nicht. Huch. Okay. Ha. Wie gesagt, das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Ich habe nicht generell was gegen Avatar-Charaktere. Ich meine, die Inklings sind ja eigentlich auch Avatar-Charaktere, aber die finde ich halt actually cool, weil die halt eine Ausstrahlung haben, so. Weil es in dem Spiel Splatoon halt um die Inklings geht und man erfährt, wie die leben und so weiter, was die so machen, wie die so drauf sind und das ganze Gedöns, ne? Bei Minecraft ist die Figur eigentlich scheißegal. Das ist halt einfach nur der Typ, den du spielst, so der halt. Und das ist halt der Unterschied für mich, so. Ergibt das irgendwie Sinn für euch? Oh, hier ist die richtige Actually-Waffenkammer. Das ist natürlich nice. Das ist cool, dann kann ich gleich das mit der Stoppuhr nochmal ausprobieren. So, 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 so. Also jedenfalls, ja, long story short, Steve als Charakter fände ich hart scheiße. Wäre für mich mega D-Hype. Aber ich meine, ich würde mich nicht beschweren im Sinne, weil ich sowieso schon mehr als glücklich bin, aber... Fände ich kacke. Helfer-Trophäe wäre cool. Stage wäre richtig geil, weil man da bestimmt was richtig Gutes machen könnte raus. Aber Charakter, please don't. Bitte einfach nicht. Bitte einfach nein. So. Gucken wir mal, ob das hier auch so funktioniert. Mit der Uhr. Aber wie seht ihr das denn? Wie seht ihr das denn? Ach, hallo New übrigens. Gar nicht gesehen. Seht ihr das ähnlich wie ich oder habt ihr eine andere Meinung? Würde mich mal interessieren. Schreibt's doch mal in die Kommentare. Halt die Fresse! Ich meine, ich habe ja schon die Theorien gesehen von Leuten, die meinten, ja, wenn sie mit Microsoft schon zusammenarbeiten, wäre es schade, wenn sie da nicht Banjo-Kazooie nehmen. Aber auf der anderen Seite, vielleicht ist das ja der Trick dahinter. Vielleicht ist das der Trick dahinter, so im Sinne von, überlegt mal. Sie machen jetzt eine Kooperation mit Microsoft, nehmen Minecraft-Zeug rein und bringen dann Banjo und Kazooie als DLC, weil da habe ich, wie gesagt, extra einen Typen gesehen, der darüber mal so ein bisschen nachgedacht hat. Weil die Leute wahrscheinlich eher für Banjo und Kazooie Geld ausgeben würden, DLC-mäßig, als für Steve. Who knows? Wer weiß? Ich weiß ja nicht. So, ich gehe jetzt übrigens nicht da hoch, weil das sieht irgendwie so aus, wäre das irgendwie final oder so. Weil irgendwo muss das Spiel ja beenden. Ich möchte das Teil von der Map aufdecken. Oh Gott, das Vieh. Das fällt ein bisschen viel aus, so. Okay, es ist tot. Wisst ihr noch, als ich dem Vieh nur einen Schaden gemacht habe? Mit meiner Waffe. So. Gab sich sogar einen Reim, wo es gibt Millionen, Tausende von Leaks. Leaks in Anführungsstrichen. Deswegen sage ich ja, Leute, das nimmt momentan überhand. Das ist die bescheuertsten Leaks sprießen momentan aus dem Boden. Wir brauchen wieder neue Infos, damit endlich mal 90% davon sterben. Da würde ich dir auch zustimmen, Sparky. Da wäre ich tatsächlich sogar mit an Bord, auch wenn ich da noch gar nicht drüber nachgedacht habe, bis du es jetzt gesagt hast halt. Aua. Ah.
So, wo gehe ich als nächstes lang? Ich bin, also ganz ehrlich, ich sehe nicht, dass wir das heute nicht schaffen. Da fehlt nicht mehr viel vor dem Schloss. Ich gucke gerade noch, wo offene Gänge sind. Erstmal unten. Ich weiß, dass oben noch ein paar sind, aber unten sind wir fertig eigentlich. Außer jetzt die ganz Geheimgänge, aber wie gesagt, die werde ich halt auch nicht abgehen. Steht fest, wann die nächste Smash-Folge ist. Schön wär's. Schön wär's. Also in die Mitte gehe ich mal ganz zum Schluss. Weil ich kann mir nirgends einen anderen Ort vorstellen, wo jetzt irgendwie das Finale sein sollte. Master Hand, 11 Monate treu. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, dann gehen wir jetzt noch nach oben. Sans als Ness Echo. Gavr. So, über die bin ich ja über die bin ich alle hinweggeflogen. Ich erinnere mich. Hallo Robin. Süchen. Ob ich den einen Typen jetzt besiegen könnte? Ja, diesen Boss, der mich so mega umgebolzt hat. Das wäre wahrscheinlich so das Letzte, was ich machen wollen würde. Also ich meine, unser Ziel ist ja eigentlich Dracula finden, oder? Das weiß ich gar nicht mehr so wirklich. Oder diesen Schaft. Das Schöne ist, ja, wie gesagt, also das möchte ich auch nochmal an dieser Stelle betonen. Egal, was die mit Smash jetzt noch machen, ne? Es ist eh einfach das geilste Spiel der Welt, was jemals existierte. Alles, was jetzt noch kommt, ist halt Bonus. Und, ich würde nicht sagen, alter Mann, wie können die Minecraft Steve reinpacken, ey? Ich würde es nicht cool finden, weil der Charakter, wie gesagt, nichtssagend ist, aber meine Fresse. Ich habe K. Rool, Ridley und Simon Bam mitbekommen. Und die Inklings. 4 Charaktere, die ich mir gewünscht habe. Plus Dark Samus habe ich mir auch gewünscht. Zwar als Echo jetzt, aber mein Gott. Besser als gar nichts, ne, Golden Sun? Kleinste Violine der Welt. So. Bonus. Digimon confirmed. Du. Gott. Da hätte ich fast das Messer eingesammelt. Steve war Luigi. Okay, ich call das jetzt mal. Ich würde lieber Steve nehmen als Waluigi. Ich glaube ehrlich gesagt aber nicht, dass sie einen Indie-Game-Charakter. Also, wenn. Also, das, ich glaube, dass viele Indie-Game-Charaktere nicht wirklich eine Chance haben, auch wenn sie cool wären. Ja, Ori fände ich auch. Wäre auch auf jeden Fall cool. Hollow Knight wäre cool, beziehungsweise wie auch immer der Main-Character heißt. Wenn alles coole Charaktere, aber halte ich nicht für realistisch. Ich glaube, realistische Chancen haben nur ganz, ganz wenige von denen. Shantae sehe ich nicht als unrealistisch. Ja, Steve sehe ich leider. Nicht als unrealistisch. Komischerweise kann ich mir was von Undertale nicht vorstellen, irgendwie. Glaub ich nicht, ehrlich gesagt, dass sie das machen würden. Weiß auch nicht. So ein Bauchgefühl. Eigentlich wären das momentan sogar, ehrlich gesagt, die einzigen beiden, die ich mir vorstellen könnte. Shovel Knight hätte ich mir vorstellen können, aber der ist halt schon deconfirmed. Deswegen, ja, keine Ahnung, Leute. So, speichern wir mal. Aber ich habe ja schon gesagt, was ich predikte, Leute. Ne? Ich habe es ja schon gesagt. Ich glaube, wir kriegen noch eine Direct. Da zeigen sie dann Ken und Shadow als Echo-Charakter. Vielleicht noch Dixie Kong. Ganz, ganz, ganz vielleicht.
Dann zeigen sie Fuego und beenden das Ganze dann mit Gino und das war's. Das sind meine Predictions. Alles andere dann DLC. Gucken, wie gehe ich denn jetzt am besten lang? JT Mio, 37 Jahre, toll. Vielen, vielen Dank. Schaust, die halt auch nie ein Spiel auf der Nintendo-Konsole hatten, wie Ori, sind halt eigentlich ausgeschlossen. Nee, ist nicht so. Da gibt es nämlich schon welche im Spiel. Deswegen ist das tatsächlich gar nicht mal wahr. Woher kommen die Gino-Ideen? Einfach weil... Ich will halt nicht so sehr ins Detail gehen für Leute, die sich nicht spoilern lassen wollen. Aber ich hab's einfach... Sagen wir einfach, ich hab's ein Gefühl. Es gibt einen Leaker, der sehr credible ist. Einen einzigen, der mit allem recht hat. Und der sagt, ein Square Enix-Charakter ist noch drin. Und ich könnte mir niemanden vorstellen, außer Gino, ehrlich gesagt. Aber weiter werde ich da nicht drauf eingehen. Master Hand. Was halt daran liegt, dass Gino halt einer der meistgewünschten Charaktere ist. Deswegen auch. Sora, ja, da muss ich leider sagen, das wäre für mich wieder so ein Meh-Kandidat, weil ich damit nicht viel anfangen kann. Aber ich weiß, dass viele ihn sich wünschen, also es wäre nicht schlimm im Sinne von, wenn er der Charakter wäre, würde ich mich halt für die Leute freuen, die ihn haben wollten, aber für mich persönlich nicht wirklich. Komm, ich will doch nur die Map da aufdecken. Mach jetzt deinen scheiß Sprung, Aluk. Oh mein Gott. Wie geht das denn? So, Mann. Hä, wieso deckt ihr die Map nicht auf? Fuck. The fuck? Irgendwie... Werbung für Kingdom Hearts 3, ja, das stimmt, aber kommt das überhaupt für die Switch? Hallo? Oh, warte mal, das ist gar nicht hier. Ein bisschen weiter nach rechts. Ich krieg die Map da nicht aufgedeckt, hä? Dem Supersprung gleich Falco rufen. Oh. Hat gerade nichts geklappt. Das macht mich gerade kirre. Wieso kriege ich die Map da oben nicht aufgedeckt? Oder ist dieses ist da oben Geheimraum? Könnt ihr mir da helfen? Wisst ihr, warum sich die Map da nicht aufdeckt? Links neben mir, da sind noch ein paar Lücken frei. Seht ihr die? Hier jetzt quasi, direkt über mir. Aber wenn ich da hingehe, dann deckt sich die Map nicht auf. Fuck. Hat man eine Ahnung?